Hallo liebe FC Bayern-Freunde, willkommen auf Calcio Bayern. Ja, am Mittwoch der FC Barcelona zu Hause gegen den FC Bayern München am dritten Spieltag der Champions League. Ja, oder auch, wie manche schon sagen in den Medien, Hansi Flick gegen Bayern. Aber man muss sagen, klar, der Kader, der aktuelle Kader vom FC Bayern München, da sind nicht mehr so viele Spieler, als wo Hansi Flick noch Trainer war beim FC Bayern München. Aber natürlich Hansi Flick immer noch ein Bayern-Figur mit seinen Erfolgen in der Champions League, in der Bundesliga, in der Saison 1920. Das war überragend. Sixpack. Hansi Flick hat mit dem FC Bayern München alles gewonnen. Und jetzt ist er, man muss aber auch schon wieder sagen, erfolgreich Trainer beim FC Barcelona. Und das schauen wir uns heute schon mal ein bisschen mehr an. Information, Vorschau für Barcelona gegen den FC Bayern München. Wir sehen jetzt auch gerade schon die aktuellen Tabellen aus der spanischen Liga und auch aus der Bundesliga. Klar, heute Abend spielt der FC Bayern München ja noch zu Hause gegen den VfB Stuttgart. Aber Barcelona nach 9 Spieltagen, sie haben auch schon quasi 2 Spieltage mehr. Am 9. Spieltag liegt Barcelona auf Platz 1 mit 24 Punkten, schon 3 Punkte Vorsprung vor Real Madrid. Und das bedeutet natürlich auch schon was. Barcelona unter Neutrainer Hansi Flick spielt wieder einen erfolgreichen, aber auch schön Fußball. 28 zu 9 Tore, das spricht auch für sich, für Hansi Flick, für den offensiven Fußball, den Flick beim Barcelona spielen lässt. Aber auch der FC Bayern München mit Neutrainer Vincent Kompany auch schon nach 6 Bundesligaspielen 20 Tore erzielt, 7 Tore kassiert. Aber der FC Barcelona, sehen wir auch, hat auch schon 9 Gegentore. Aber das wird am Mittwoch auf jeden Fall ein Spitzenspiel der Champions League, Barcelona gegen Bayern. Ja, schauen wir uns mal an, die erfolgreichen Spieler im Moment aktuell bei beiden Vereinen. Natürlich beim FC Barcelona hat man jetzt auch wieder gelesen können, Robert Lewandowski wieder in alter Form. Letztes Jahr lief es ja nicht so optimal für Robert Lewandowski beim FC Barcelona. Aber jetzt unter seinem alten Trainer, das kann man sagen, Hansi Flick, blüht er wieder richtig auf. Da sehen wir auch hier in 11 Spielen allgemein für Barcelona 12 Tore von Robert Lewandowski und dazu auch 2 Torvorlagen. Rafinha auch sehr gefährlicher Flügelspieler. Da müssen dann die Bayern aufpassen. Am Mittwoch auch 6 Tore und auch 6 Torvorlagen von Rafinha. Ja, Lamine Jamal, der Superstar, muss man ja sagen, obwohl er 17 Jahre jung ist. Im Moment verletzt, aber er soll wohl wieder fit werden für das Champions League-Spiel am Mittwoch zu Hause vom Barcelona gegen Bayern. Auch er sehr erfolgreich, 5 Tore, 5 Torvorlagen. Also das wird ein sehr offenes Spiel, weil auch Hansi Flick mit dem FC Barcelona spielen sehr Pressing gespieltes Spiel, offensives Spiel. Der FC Bayern mit Vincent Kompany ja auch, schauen wir uns hier auch an, natürlich kurz nach Toren, wie die Bayern aktuell spielen. Harry Kane, 10 Tore in 9 Spielen. Ich hoffe mal und ich denke mal, Harry Kane wird heute Abend gegen den VfB Stuttgart zu Hause 2 Tore erzielen. Dazu Harry Kane aber auch 6 Torvorlagen, also einer der besten Stürmer der Welt und das bei uns beim FC Bayern München. Ja, oder auch Michael Olise, auch sehr erfolgreich, 9 Spiele insgesamt, 6 Tore und 3 Torvorlagen. Thomas Müller immer noch in seinem jungen Alter, auch 3 Tore, 3 Torvorlagen. Also das Spiel wirklich, FC Barcelona gegen Bayern München am Mittwoch, das wird ein mega Spiel. Ja, schauen wir uns mal so jetzt Ligenstatistikmäßig an. Sehen wir gerade links schon mal Barcelona. Pro Spiel hochgerechnet über 3 Tore gerechnet pro Spiel. Der FC Bayern München aber auch 3,33% sogar pro Spiel 3 Tore erwartet. Torschüsse hat Barcelona im Schnitt 17 pro Partie, der FC Bayern 19. Da sieht man auch schon, wie offensiv beide Teams spielen. Ballbesitz von Barcelona im Durchschnitt 68%, der FC Bayern mit 70%. Das wird auch sehr interessant am Mittwoch. Beide Teams Ballbesitz orientieren, spielen Kompany, aber auch Flick mit dem FC Barcelona. Da bin ich mal gespannt, ob der FC Bayern so auftreten wird, wie man gegen Bayer Leverkusen den deutschen Meister gespielt hat, wo man selbst da gefühlte 90% Ballbesitz hatte, zu Hause gegen Leverkusen oder aber auch gegen Frankfurt, fast gefühlte 90% Ballbesitz. Da bin ich mal gespannt, wie Kompany
in Barcelona den FC Bayern aufstellen wird. Schauen wir mal weiter. Wichtige Dings halt, Zweikämpfe. Zweikämpfe hat Barcelona 88 bis erzielen müssen und der FC Bayern, ich denke mal ein bisschen mehr, schauen wir mal hier, 94. Man konnte bei Bayern 53 Zweikämpfe gewinnen, bis jetzt in der Bundesliga und Champions League. Der FC Barcelona Zweikampfquote von 55%. Also auch das, ja, schon ein sehr wichtiger Wert, weil man muss ja nicht nur offensiv Fußball spielen, sondern auch wenn, den Ball verteidigen bzw. sich Bälle zurückerkämpfen. Ja, Zweikämpfe geführt, Zweikampf, Luftzweikämpfe, ja, jetzt nicht so interessant, aber man sieht schon an beiden Statistiken vom FC Barcelona und vom FC Bayern München, das sind sehr offensive Teams, die ballorientiert spielen, viele Pässe spielen, sieht man auch hier, Bayern München hat bis jetzt 754 Pässe gespielt, der FC Barcelona 591, also da ist er bei, ist in Bayern noch stärker drin, in Pässe spielen. Andersrum könnte man sagen, der FC Barcelona braucht weniger Pässe, um Tore zu erzielen. Das ist aber eine Sicht, da muss jeder selber wissen, wie er auf solche Statistiken natürlich schaut. Angekommene Pässe bei Bayern München von 754 sind 681 Pässe angekommen. Das heißt, eine Passquote von 90%. Das ist natürlich eine Megasumme, eine Megastatistik für Vincent Kompany und den FC Bayern München, ja, angekommene Pässe bei Barcelona von 591 sind 522 Pässe angekommen. Das heißt, auch Barcelona hat eine sehr gute Quote von Pässen von 88%. Da bin ich mal gespannt, wie die beiden Teams am Mittwoch Barcelona gegen Bayern gegeneinander spielen werden. Aber die Hauptakteure für die Tore natürlich bei Barcelona Robert Lewandowski und bei Bayern natürlich Harry Kane. Lewandowski gerade schon sehr gut in Form. Harry Kane seit 3-4 Spielen kein Tor erzielt, aber er hat sich alles aufgehoben für heute im Topspiel gegen Stuttgart 2 Tore zu erzielen und dann auswärts macht Harry Kane bestimmt auch ein oder zwei Tore. Auf jeden Fall, dass der FC Bayern München am Mittwoch in der Champions League nicht verlieren wird, auswärts beim FC Barcelona, da bin ich mir ziemlich sicher, weil schauen wir uns auch mal die letzten Spiele beider Teams an. Die Statistik sehen wir hier. 1, 2, 3, 4, 5, die letzten 6 Champions League Spiele. Barcelona gegen Bayern hat der FC Bayern München alle gewonnen. Und das ist natürlich eine mega, mega Siegquote. Ich glaube, das hat kein anderes Team gegen den FC Barcelona als wie der FC Bayern München in diesem Wettbewerb. Also das spricht schon mal, klar, Statistik ist Statistik, aber das ist schon mal eine sehr gute Statistik für den FC Bayern München gegen den FC Barcelona. Also wenn man sich das anguckt, die Siegesserie, ich denke mal, die wird Bayern auch am Mittwoch auswärts beim FC Barcelona fortführen. Das ist schon mal meine Prognose. Ja, also das Spiel FC Barcelona gegen Bayern München wird ein sehr schönes, sehr spannendes und auch ein sehr erfolgreiches Spiel für den FC Bayern München. Das war jetzt schon mal so meine kleinere Vorschau für dieses Champions League Spiel, dieses Hammerspiel zwischen Barcelona und Bayern oder auch Hansi Flick gegen den FC Bayern München und Vincent Kompany. Und dann, ich denke mal, am Dienstag kommt dann auch mein Prognosevideo mit den Aufstellungen für beide Teams, für Barcelona und für den FC Bayern. Hat es dir gefallen? Dann danke ich dir schon mal für ein Like fürs Video, also Daumen hoch und für ein Abo für Calcio Bayern. Also dann, mir ist an mir und heute Bayern gegen Stuttgart 2:1 für unsere Bayern. Also dann, wir sehen uns. Tschüss.